Schon jahrelang liegt sie in ruhigem Winterschlaf. Die Ruine des ehemaligen Strandhotels am Zippendorfer Strand. Im September diesen Jahres wurden im Beisein von 150 Stadtpolitikerinnen und Stadtpolitikern sowie Anwohnerinnen und Anwohnern neue Pläne für das Gelände veröffentlicht. Ein potenzieller Investor möchte den Bereich zu einem Resort mit 400 Ferienwohnungen umbauen. Es ist ein gigantisches Projekt, das das Stadtbild Schwerins nachhaltig verändern könnte. Es gibt ja dort einen privaten Eigentümer, mit dem wir über viele Jahre im Gespräch waren, wo sich aber im Ende relativ wenig entwickelt hat. Die Verwaltung war auch unzufrieden. In diesem Jahr hat dann der private Eigentümer an jemand anderen das Strandhotel mit den umliegenden Grundstücken veräußert. Der neue Investor hat mehrere renommierte Projekte an der Ostseeküste entwickelt. Vor allem einige Anwohnerinnen und Anwohner kritisierten jedoch die Pläne. Die gewaltigen Dimensionen des Projekts sorgten für Skepsis. Derzeit werden die Pläne angepasst. Dass dazu für die wirtschaftliche Tragfähigkeit eine Bebauung der umliegenden Grundstücksflächen gehört, ist uns völlig klar. Und dabei wünschen wir uns ein Augenmaß, welches sowohl auf den Ortsteil Rücksicht nimmt, was aber gleichzeitig auch eine Weiterentwicklung des Tourismusstandortes der Landeshauptstadt Schwerin bedeuten kann. Noch liegt keine überarbeitete Fassung der Pläne vor. Es bleibt vorerst spannend um das ehemalige Zippendorfer Strandhotel. Ein anderes Großprojekt in Schwerin steht für das Jahr 2023 bereits fest. Die Landeshauptstadt soll fahrradfreundlicher werden. Die Anstöße und Beschlüsse dazu kommen aus dem Schweriner Ratentscheid. Ein privater Verein hatte sich als Ratentscheid zusammengeschlossen und hatte in den letzten beiden Jahren viele Forderungen gegenüber der Landeshauptstadt Schwerin zum Stichwort Radinfrastruktur aufgestellt. Die Stadtvertretung hat sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Hier stehen verschiedene Maßnahmen auf dem Plan. Darunter die komplette Neuasphaltierung eines Wegeabschnitts auf der Nordseite der Gardebuscher Straße, neue Radabstellanlagen an Haltepunkten der Deutschen Bahn und eine Mobilitätsstation am Packhof. Ganz, ganz viele Menschen in Schwerin fahren täglich von zu Hause mit dem Fahrrad zur Arbeit. Diesen Anteil möchten wir gerne weiter verstetigen, weiter erhöhen. Diese Maßnahmen sind nur ein Teil der im kommenden Jahr anstehenden Projekte in der Landeshauptstadt. Mehr Infos zu diesen und weiteren Projekten sowie eine Übersicht geplanter Maßnahmen finden Sie in der Januar-Ausgabe der Hauspost.